Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video in meiner Chakra-Reihe. Dieses Video soll dazu dienen, um euch so ein paar Informationen über Chakren zu geben. Übrigens sage ich immer Chakren als Mehrzahl von Chakra. Ich weiß, manche sagen auch Chakras, bei mir ist es irgendwie Chakren. Gibt, glaube ich, beides. Also ich möchte euch einfach Informationen zu Chakren geben, dass ihr so ein bisschen versteht, okay, wie funktioniert das Ganze, was habe ich für Vorteile davon, wenn ich mich tatsächlich damit beschäftige, was kann ich damit alles steuern, was kann ich damit alles bewirken. Aber wie mit allen anderen Dingen, die ich euch empfohlen habe, wie Meditation mit Yoga, ist es tatsächlich so, ihr werdet den positiven Effekt erst spüren, wenn ihr es dann tatsächlich tut. Also ich konnte in der Vergangenheit hier ewig da sitzen und euch erzählen, wie toll Meditation ist. Ihr habt es halt dann wirklich erst gemerkt, wenn ihr es wirklich selbst getan habt und euch dann eine Routine daraus geschaffen habt. So ist es halt einfach auch mit den Chakren. Ich möchte euch aber so ein bisschen inspirieren und motivieren, euch tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Und in diesem ersten Video möchte ich euch einfach ganz, ganz viele Informationen geben. So kompakt wie möglich natürlich, aber ich glaube, das wird trotzdem ein relativ langes Video. Aber wir werden sofort starten. Ich habe hier vor mir ganz, ganz viele Notizen liegen. Da muss ich auch immer mal wieder drauf gucken, weil ich kann das tatsächlich nicht alles auswendig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das an dieser Stelle. Also, die Chakren, das sind die Energie- und Bewusstseinszentren des Menschen. Und wir konzentrieren uns in dem, was ich hier mache, auf die 7 Hauptchakren. Es gibt aber noch wesentlich mehr natürlich. Und wenn man sich mit Chakren beschäftigt, kann man viele wirksame Lösungen für eine Vielzahl von unseren Problemen tatsächlich finden und hat eine schnelle, positive Veränderung, die man da spüren kann. Und es kann jeder mit seinen Chakren arbeiten. Ich werde euch in meinem Vlog dann auch zeigen, wie vielseitig die Chakraarbeit tatsächlich ist und dass da jeder irgendwas für sich finden kann, was für ihn passt. Man muss einfach nur so ein bisschen offen sein und Bock haben, auch mal ein bisschen was auszuprobieren, experimentierfreudig einfach sein. Und was kann man erreichen, wenn man mit seinen Chakren arbeitet? So die größten Punkte sind tatsächlich, dass man seine Gesundheit verbessern kann, seine Gesundheit stärken kann, dass man allgemein sein Wohlbefinden erhöht und was für uns Frauen natürlich auch immer ein großes Thema ist, dass man seine sexuellen Energien tatsächlich auch einfach aktiviert. Und ich möchte euch jetzt mal eine Abbildung zeigen, wo die Chakren so ein bisschen liegen, damit ihr dann wisst, wovon ich im Folgenden einfach spreche. Also hier seht ihr also, wo die ganzen Chakren sitzen. Das ist das erste Chakra, das sitzt so am Ende der Wirbelsäule. Und genau, bis dann hier oben zum Kronenchakra. Das ist eine sehr, sehr schöne Abbildung, wie ich finde. Ist übrigens aus diesem Buch hier. Und die Chakren beeinflussen tatsächlich sehr, sehr viel in unserem Körper. Sie beeinflussen unsere Zellen, unsere Organe, unser Hormonsystem. Sie wirken sich aber auch auf unsere Gedanken und auf unsere Gefühle tatsächlich aus. Und Chakra, also das Wort Chakra bedeutet auch so viel wie Rad oder Wirbel. Und die Chakren befinden sich in einer ständigen Drehbewegung. Und durch diese Drehbewegung, durch dieses Kreisen, ziehen sie ständig Energie von außen an. Und das ist auch das Ganze ja, so versinnbildlicht wie möglich, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Dann habe ich jetzt nochmal so ein bisschen rausgesucht, was es tatsächlich für eine positive Wirkung hat, wenn man sich mit seinen Chakren beschäftigt, auseinandersetzt, mit denen arbeitet. Das Abwehrsystem wird zum einen gestärkt. Der Kreislauf wird einfach harmonisiert. Die Organe werden entgiftet, die Durchblutung verbessert sich, Haltungsschäden werden korrigiert, der Stoffwechsel wird aktiviert. Also das ist so, was körperlich passiert. Und dann passiert natürlich auch sehr, sehr viel auf dieser Bewusstseinsebene. Und zwar werden Ängste abgebaut, man hat allgemein bessere Laune, Erschöpfungszustände und auch depressive Stimmungen verschwinden. Und das ist ja bei vielen von uns tatsächlich ein Thema. Und man hat einfach mehr Gelassenheit und innere Ruhe. Und deswegen, also diese zwei Aspekte, ne, die müssen jetzt eigentlich fast jede von uns Mamas angesprochen haben, weil das ja etwas ist, mit dem wir irgendwann zwangsläufig in unserer Mama-Laufbahn in Berührung kommen. Und dann hat es natürlich aber auch Auswirkungen auf den Geist. Und zwar hat man einfach eine bessere Konzentrationsfähigkeit, ein besseres Gedächtnis. Man denkt weniger negativ. Und man erkennt seine eigenen Ziele und Bedürfnisse viel, viel leichter und verwirklicht die dann tatsächlich auch.
Und wenn man jetzt seine verschiedenen Chakren, also die sieben Chakren, erwecken würde, also beim ersten Chakra, bei dem, was halt unten an der Wirbelsäule liegt, da sagt man ja zum Leben und zu seiner ursprünglichen Lebensenergie. Das ist zum Beispiel auch das Chakra, an dem ich gerade sehr, sehr stark arbeite. Beim zweiten Chakra sagt man ja zu seiner sexuellen Kraft, zu seiner Sinnlichkeit. Beim dritten Chakra sagt man ja zu sich selbst und zum Erreichen seiner eigenen Ziele. Das ist auch so das Chakra für die innere Mitte. Beim vierten Chakra sagt man ja zur Liebe, weil das ist das Herzchakra. Zum Beispiel ist mein Wohnzimmer nicht umsonst grün gestrichen tatsächlich. Grün ist die Farbe des Herzchakras. Und das steht für Liebe, für Mitgefühl, für Toleranz. Und das ist einfach der Ort, an dem wir uns als Familie am meisten aufhalten. Und deswegen ist dieser Raum grün gestrichen. Und das Kinderzimmer ist zum Beispiel gelb gestrichen, weil das die Farbe des dritten Chakras ist für die innere Mitte, für die Ausgeglichenheit. Ja, nur mal so nebenbei. Kommen wir zum fünften Chakra, das ist das Halschakra. Und da sagt man ja zu seinem kreativen Potenzial und verbessert einfach auch seine Kommunikation, gerade auch mit anderen Menschen, wenn man da vielleicht gerade Schwierigkeiten hat. Das sechste Chakra, da bekommst du Kontakt zu deiner Seele und regst deine intuitiven Kräfte an. Und beim siebten Chakra, beim Kronenchakra, da nimmst du Kontakt einfach zum Göttlichen auf. Und ich fasse jetzt noch mal so ein bisschen, gehe jetzt noch mal die sieben Chakren durch und erzähle euch, wofür die stehen und welche Farbe die haben, weil in der Chakra-Arbeit ist für mich auch die Arbeit mit den Farben sehr, sehr wichtig. Eben hier wie meine Wände zum Beispiel gestrichen sind oder worauf ich mich einfach konzentrieren will, mit welchen Farben ich mich umgebe. Das erste Chakra beim Wurzelchakra, das steht für den Lebenswillen, für Sicherheit, für Erdung. Und die Farbe des Wurzelchakras ist rot. Das zweite Chakra, das Sakralchakra, das steht halt für unsere Sexualität, für die Sinnlichkeit, auch für die Fortpflanzung. Also auch wenn ihr da so Probleme habt, auch wenn ihr zum Beispiel starke Periodenschmerzen oder so habt, dann konzentriert euch da mal auf euer Sakralchakra oder umgebt euch viel mit Orange. Also zum Beispiel mit einer orangenen Decke auf dem Sofa zum Beispiel, die ihr dann gerne zu euch nehmt. So als Beispiel. Das dritte Chakra, das Nabelchakra, das steht für unsere Willenskraft, für unser Selbstvertrauen und das ist gelb im Kinderzimmer. Dann hat man das Herzchakra, das steht halt wie gesagt für Liebe und Mitgefühl und die Farbe ist grün. Dann haben wir das Halschakra, ich blätter mal um. Das Halschakra, das ist blau, hellblau und das steht halt wie gesagt für Kommunikation, für unsere Kreativität und auch für unsere mentale Kraft. Dann haben wir das Stirnchakra, das steht für unsere Intuition, für unsere Fantasie, aber auch für die Selbsterkenntnis und das ist dunkelblau. Und das Kronenchakra, das steht halt für unsere Spiritualität und für unsere Selbstverwirklichung und das ist violett. Und man kann so einen ganz tollen Persönlichkeitstest machen, der sich auch zum Beispiel in diesem Buch hier befindet, um herauszufinden, okay, welcher Chakra-Typus bin ich zum einen? Aber auch, welche Chakren sind bei mir vielleicht gerade blockiert, welche Chakren brauchen meine Aufmerksamkeit. Und bei mir kam, bei meinem letzten Test kam bei mir tatsächlich raus, mein Leben bestimmen stark mein Halschakra, natürlich, ne, Kommunikation und Kreativität. Und auch mein Sakralchakra. Das steht einfach so für meine Erfüllung in der Mutterschaft, im Muttersein. Und energetisch unterversorgt sind bei mir gerade zum Beispiel das Nabelchakra, also innere Mitte, und auch das Wurzelchakra. Also am Wurzelchakra arbeite ich tatsächlich wirklich sehr, sehr stark, weil ich habe dann danach bei meiner Freundin Rosa nochmal eine Chakra-Lesung gemacht. Und bei ihr kam auch das Wurzelchakra, aber auch das Sakralchakra. Genau. Chakra-Therapie. Also was kann man jetzt machen, wenn man sich mit den Chakren auseinandersetzt? Man kann Aromatherapie machen, das ist etwas, was ich persönlich auch mache mit ätherischen Ölen. Pflanzenheilkunde ist da natürlich ein Thema. Edelsteintherapie, also dass man einen entsprechenden Edelstein für das entsprechende Chakra entweder als Schmuckstück trägt oder dann auch auf die Stelle des Chakras auf dem Körper legt. Bachblütentherapie kann man machen, das mache auch ich. Vokalvibrationen kann man machen, man kann entsprechende Affirmationen für das Chakra sprechen. Man kann Chakra-Energie-Massagen machen.
Chakra-Meditation natürlich auch oder halt einfach so diese mit den Farben der verschiedenen Chakren einfach arbeiten. Also sich dann mit den Chakren und mit den Symbolen der verschiedenen Chakren einfach umgeben. Das seht ihr dann ganz konkret nochmal in meinem Vlog, wo ich euch wirklich zeige, wie sieht meine tägliche Chakra-Arbeit aus, was mache ich da, wie habe ich das super easy in meinen Mama-Alltag einfach integrieren können. Was ich auch noch ein sehr interessantes Thema fand, was ich in das Video gerne einbauen wollte, war die Chakren und die Liebe. Weil wir Mamas, wir sind natürlich Menschen, Liebe und Partnerschaft ist ein großes, großes Thema in unserem Leben. Und das lässt sich so krass beeinflussen und verstehen, wenn man sich auch mit den Chakren auseinandersetzt. Deswegen wollte ich das Thema so ein bisschen in dieses Video auch mit reinnehmen. Die Entwicklung der Chakren wirkt sich tatsächlich auf unsere Partnerwahl aus. Also jeder von uns hat so einen bestimmten Chakra-Typus und einige verstehen sich da natürlich sehr gut und andere halt nicht so gut. Da kann man halt aber auch verstehen, warum Dinge vielleicht nicht so funktioniert haben, weil ich jetzt der Chakra-Typus bin und mein Partner oder vielleicht dann auch Ex-Partner den Chakra-Typus hatte. Da kann man dann auch sehen, okay, schon im Vorfeld, welcher Partner würde denn auch überhaupt zu mir passen? Welche Chakren harmonisieren denn überhaupt miteinander? Beziehungsweise welche Chakra-Typen harmonisieren denn miteinander? Und in Krisenphasen in Partnerschaften, die ja zwangsläufig immer vorkommen, ne, bei jedem, das hat tatsächlich was damit zu tun, wie sich unsere Chakren entwickeln. Also im Laufe unseres Lebens entwickeln sich unsere Chakren ja auch weiter. Da gibt es mal wieder die Konzentration auf ein bestimmtes Chakra, ungefähr so im 7-Jahres-Rhythmus. Und wenn man weiß, okay, bei mir ist gerade dieses Chakra im Fokus, beziehungsweise hat sich es gerade verändert auf dieses Chakra und bei meinem Partner ist gerade das, kann man manchmal verstehen, warum Krisen in Partnerschaften einfach entstehen können. Das ist super interessant, wenn man sich damit mal ein bisschen näher auseinandersetzt. Wenn es natürlich um die Liebe geht, ist natürlich unser Herzchakra sehr interessant, also auch das Zentrum, ne, das Zentrum auch unserer Liebeskraft und aber auch das Sakralchakra, weil das steht ja für unsere Sinnlichkeit, für die Sexualität. Und wenn es da einfach Schwierigkeiten gibt, dann konzentriere ich mich halt mal auf dieses Orange des Sakralchakras, auf den Sitz des Sakralchakras und denk da immer mal wieder über den Tag verteilt zum Beispiel dran. Und wenn du weißt, welches Chakra bei dir bzw. deinem Partner halt dominiert, hilft das tatsächlich, den anderen einfach besser zu verstehen. Und da würde dann wieder dieser Chakra-Test helfen, wo ich vorhin schon gesagt habe, dass es da einen in diesem Buch hier zum Beispiel gibt, um herauszufinden, okay, welcher Typus bist du, welcher Typus ist dein Partner und wie entstehen da zum Beispiel vielleicht Schwierigkeiten zwischen euch oder einfach auch zu verstehen, okay, bei meinem Partner ist dieses Chakra sehr aktiv, deswegen ist er so und so und reagiert so und so. Einfach um dieses Verständnis für den Partner einfach besser zu haben. Und wir wissen alle, dass es in unserem Leben zwangsläufig notwendig ist, dass wir uns verändern. Und deswegen gibt es halt diese Entwicklungsphasen des Lebens, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Und so verändern sich halt auch so ein bisschen unsere Chakren, da sind halt verschiedene Chakren einfach aktiver in bestimmten Zeiten. Und da gibt es so eine tolle Übersicht hier in dem Buch zum Beispiel, wie sich das dann entwickelt. Aber was ich euch eigentlich gerade zeigen wollte, ist zum Beispiel, dass man hier dann nochmal sieht, welches Chakra passt zu wem. Also da kann ich auch dieses Buch sehr empfehlen, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzen möchte. Und allein die Einsicht zu haben in die Vorgänge, die da in mir passieren, in meinen Energiezentren passieren und die diesen Krisen in Partnerschaften zugrunde liegen, erleichtern dann halt auch das Verständnis für den Partner. Das ist ja so, so wichtig. Also man kann dann seine eigene Veränderung vielleicht besser einordnen, richtig einordnen, warum bin ich gerade so, wie ich bin und dann diese Veränderung als Chance wirklich nehmen zur gemeinsamen Weiterentwicklung und nicht dass man dann vielleicht die Partnerschaft tatsächlich beenden muss. Also da gibt es auch harmonisierende Übungen dann zum Beispiel, wo man dann wieder gucken kann, wie kann ich das einfach wieder ein bisschen ausgleichen. Ein Thema, auf das ich gerne auch noch in diesem Video eingehen möchte, ist so die Chakra-Entwicklung, weil das super interessant auch für uns Mamas ist, wie sich die Chakren bei unseren Kindern entwickeln. Also es beginnt ja schon beim Fötus im Mutterleib. Das ist super interessant und dann halt auch bei unseren Kindern in den ersten 7 Jahren passiert da auch super viel. Der Mensch entwickelt sich ständig, das hatten wir gerade schon. Und das natürlich auch auf seiner geistigen und seelischen Ebene.
Und im Mutterleib entstehen halt wirklich schon beim Baby die Chakren. Und die Mutter kann das wirklich positiv beeinflussen, wenn sie weiß, in welchem Entwicklungsmonat entsteht jetzt welches Chakra, wie kann ich das von außen positiv beeinflussen, um meinem Kind halt da auch einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, weil ich halt nicht schon von vornherein dafür gesorgt habe, dass vielleicht irgendein Chakra schon blockiert ist oder irgendwie nicht richtig harmonisiert. Und im ersten bis zweiten Monat ist beim Baby wirklich so, dass es ein einziges großes Energiefeld ist. Und dann erst im dritten Monat beginnt dann wirklich so diese Differenzierung der Chakren. Jetzt hat er verschluckt. Moment. Das ist, wenn man so viel redet. So. Also erst im dritten Monat kommt es dann zu dieser Differenzierung und da geht es mit dem Kronenchakra tatsächlich los. Je nachdem auch, was sich körperlich bei dem Kind gerade entwickelt. Im vierten Monat ist es dann, dass das Stirnchakra aktiv wird. Und da kann man dann zum Beispiel viel mit seinem Kind sprechen, um das zu unterstützen. Im fünften Monat ist es dann das Halschakra, also die Kommunikationsfähigkeit. Das merkt man ja auch daran, dass man dann erste Kindsbewegungen hat, dass das Kind anfängt zu kommunizieren, sich bemerkbar zu machen. Sechster Monat ist dann die Zeit, wo sich das Herzchakra entwickelt. Also da führt das Kind oder das Baby dann halt auch die Verbundenheit mit der Welt, mit dem da außen. Und in dieser Zeit sollte man sein Baby dann einfach mit Liebe und mit Geborgenheit überfluten. Dann kommt im siebten Monat das Nabelchakra. Da ist das Kind dann wirklich auch sehr, sehr aktiv im Mutterleib. Und da kann man dann einfach als Mutter auf die Bewegung des Kindes reagieren. Also ihm mitteilen, ja, du wirst wahrgenommen. Ja, ich spüre dich. Im achten Monat ist es dann das Sakralchakra. Da kann man sich dann selbst als Mutter in dieser Zeit zum Beispiel kreativ betätigen. Und im neunten Monat ist es dann das Wurzelchakra, was auch logisch ist, weil Wurzelchakra steht für Lebenswillen, für Urvertrauen. Da steht dann auch die Geburt ja kurz davor. Und Wurzelchakra steht halt auch für dieses Vertrauen, genau, also diese Kraft des Vertrauens. Und deswegen sollte man als Mutter dann auch Vertrauen haben in die Geburt und keine Angst. Und da hat man dann so diese energetischen Grundlagen, sind dann quasi beim Fötus geschaffen worden in dieser Zeit. Und im ersten Lebensjahr dann steht alles wirklich im Zeichen der Entwicklung deines Wurzelchakras. Also da geht es dann, ne? Wir haben uns von oben nach unten vorgearbeitet und in den nächsten sieben Lebensjahren arbeitet man sich dann quasi wieder zurück. Und im ersten Lebensjahr ist es dann halt wirklich das Wurzelchakra, was dann nochmal verstärkt entwickelt wird. Und es ist ganz interessant zu wissen, in welchem Lebensjahr der Kinder welches Chakra gerade aktiv ist, wie kann ich mein Kind dahingehend unterstützen. Ich habe es versucht, jetzt runterzubrechen, aber da gibt es in dem Buch hier wirklich ein sehr, 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 sehr tolles Kapitel, was auch hilft, unsere Kinder zu verstehen, warum die manchmal so sind, wie sie sind, wie ich sie am besten dabei unterstützen kann. Also in den ersten sieben Lebensjahren werden die Grundlagen, die beim Fötus jetzt geschaffen wurden, halt einfach ausgebaut. Und deswegen prägen vor allen Dingen diese ersten sieben Jahre das spätere Leben der Kinder so entscheidend. Und das ist ja was, was man jetzt unabhängig von der Chakra-Lehre wirklich als Mutter sehr, sehr oft hört. Also es ist ja auch so, dass die Kinder die ersten sieben Jahre in unserer Aura mitleben. Das heißt, so wie unsere Aura ist, so beeinflussen wir halt auch noch sehr stark unsere Kinder. Und im ersten Lebensjahr ist es, wie gesagt, das Wurzelchakra. Wir arbeiten uns jetzt wieder von unten nach oben. Und da ist wirklich wichtig, dass man sein Kind einfach bedingungslos annimmt und ihm sehr, sehr viel Nähe schenkt. Weil das ist ja so dieses Zentrum des Urvertrauens. Im zweiten Lebensjahr ist es dann das Sakralchakra. Da ist es dann wichtig, dass man dem Kind halt viele Streicheleinheiten schenkt. Und da kommt es ja dann auch zu den ersten Gefühlsausbrüchen. Und die sind wirklich der ganz normale und auch notwendige emotionale Ausdruck des Kindes. Also es ist halt etwas, das hilft uns dann auch, mit solchen Situationen klarzukommen, wenn für uns dieses Verständnis da ist. Es ist einfach ganz normal und es ist auch notwendig, dass das bei dem Kind geschieht. Im dritten Lebensjahr, das ist zum Beispiel auch Sveas Lebensjahr, ist es das Nabelchakra. Und da kommt es dann natürlich zwangsläufig auf zu Machtkämpfen. Habe ich hier auch. Und das Kind erprobt einfach seine Persönlichkeit und es erprobt auch einfach die Fähigkeit, die Welt beeinflussen zu können. Und was ich da gelernt habe, ist wirklich dieses,
Meine Kinder müssen nicht erst wütend werden, um irgendwas zu bekommen, oder sie müssen nicht erst lernen, dass sie sich verändern müssen, um etwas zu bekommen, also dass sie sich anpassen müssen. Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Und deswegen halt auch dieses Wissen, okay, was wir jetzt gerade, das Nabelchakra, ein großes Thema, dieses, wie weit komme ich, wie werde ich angenommen, auch mit meiner eigenen Persönlichkeit. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich ihr da einfach entgegenkomme und ihr nicht vermittle, du bekommst von mir erst irgendwas, wenn du richtig doll wütend geworden bist, oder du bekommst von mir erst irgendwas, wenn du dich angepasst hast, wenn du ruhiger geworden bist oder was auch immer. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja, dass mein Kind sich genau so entwickelt, wie es einfach ist. Das vierte Lebensjahr, das steht dann für das Herzchakra. Da sollte man in dieser Zeit wirklich sehr viel Mitgefühl vorleben und auch Toleranz. Und da sind die Kinder auch nochmal sehr, 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 sehr liebesbedürftig. Im fünften Lebensjahr ist es dann das Halschakra. Das ist jetzt bei Vince zum Beispiel gerade sehr. Also da ist halt viel die Kommunikation, dass man viel erzählt, sich viel erzählen lässt von dem Kind auch. Und habe ich gelernt, ist die beste Zeit, um ein Instrument zu lernen. Soweit sind wir jetzt tatsächlich noch nicht, aber wäre wohl die beste Zeit, ein Instrument zu lernen. So, sechstes Lebensjahr ist dann das Stirnchakra. Da kommt dann halt oft bei Kindern dieses Warum. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und da ist ja dann für viele auch so der Schuleintritt oder steht dann zumindest bevor. Und in dieser Zeit sollte man seinem Kind einfach mit Neugier, also diesem Wissensdrang und dieser Neugier der Kinder einfach mit Offenheit begegnen und dem halt auch in dem Umfang, wo es halt möglich ist, dem halt auch entgegenkommen und sich da mit seinem Kind halt auch auseinandersetzen. Und im siebten Lebensjahr sind wir dann halt wieder oben beim Kronchakra angekommen. Da wären dann so Themen interessant für die Kinder wie Gott und Tod oder auch der Sinn des Lebens. Und da kann man dann auch mit den Kindern erste meditative Erlebnisse machen. Also halt wirklich dann halt mal diese Meditation für Kinder zum Beispiel ausprobieren, Kinder-Yoga ausprobieren. Das ist da dann wirklich tatsächlich eine gute Zeit. Und danach geht es halt los, dass sich dann alle 7 Jahre die Konzentration auf ein Chakra verschiebt. Also ne, auch wir als Erwachsene sind ja dann stetig im Wandel. Das merken wir ja auch. Ne? Wir sind ja einfach Prozessen unterlegt, ne? vom Kind dann zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen, zum älteren Erwachsenen. Und so verändern sich dann auch im 7-Jahres-Rhythmus unsere Chakren. Vielleicht kennt ihr so auch diesen Ausspruch, aller 7 Jahre verändert sich der Geschmack. Das bekomme ich so oft von meiner Oma gesagt. Aller 7 Jahre verändert sich der Geschmack. Aller 7 Jahre verändern sich auch die Konzentration auf die verschiedenen Chakren. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet, habe euch ganz viele Informationen zu Chakren gegeben, was die auch so für einen Einfluss haben, wie wir sie beeinflussen können. Ich hoffe, ich konnte damit schon viele Informationen rausgeben, schon viele Fragen beantworten. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die jetzt natürlich sehr, sehr gerne in den Kommentaren stellen und ich werde versuchen, die zu beantworten. Ansonsten habe ich ja nochmal in dieser Reihe ein Interview mit meiner persönlichen Chakra-Expertin Maren und da werden wir auch nochmal vieles ansprechen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Videos in dieser Reihe und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!